So, dann, Mikrofon-Check, 1, 2, 3. Ich glaube, das funktioniert. Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Ich bin zwar ein bisschen Banane, aber ich dachte, ich stream doch mal. Hier kommt da schon das Spiel. Ja, wir sind nicht in Simulator unterwegs. Wir sind heute im Skaga-Simulator unterwegs. Nein, Scherz, wir sind im TD2 unterwegs. Und machen ein kleines Stellwerk in Naklo. Das ist eine neue Szenerie. Ja, vielleicht die Musik ein bisschen lauter. So ungefähr. Ist ein kleiner Bahnhof hier in der Kurve. Ich bin hier gerade mitten im Stellwerk. Hier ist sogar Steuerung für den Bahnübergang. Und da hinten ist der Bahnhof an sich. Ey, der Zoom, der ist einfach total crazy, was man hier in TD2 momentan hat. Gibt es schon deutsche Leute, die auch auf deutschen Servern spielen? Ja, die deutschen Leute gibt's, aber die spielen nicht auf dem deutschen Server. Deutscher Server ist, wenn dann, für ein Event oder zum Testen. Der hat einfach nicht den Status wie PL1 oder PL2. Also eigentlich PL1. Ja, und schaut's mal. Wir haben hier sogar eine Miezekatze. Voll süß. Meine Lieblingsstation. Gerade schon wegen der Katze. Und der Sessel wird nicht lange überleben. Ja. Jetzt erstmal hier zu TD2. Schauen wir noch mal ganz kurz in den Fahrplan. Also, um 7:50 Uhr wird ein Zugang kommen. Ja, Moment, falsch. EN750 und etwas später ein MPE, wo ich noch keine Infos habe zu dem Ganzen. Ja, und jetzt kommt gerade der dritte. 38012. Ah, den muss ich vielleicht einen ganz kleinen Tick leiser. Der Kurier. Okay. Ist ja klar, wenn das Spiel unbekannt ist. Zumindest für mich. Ja, du, vielleicht wird es mal irgendwann bekannter. Und mehr kommen rein und dann wird irgendwie der D1-Server mal auf den gleichen Status gebracht wie PL1. Ich gebe mein Bestes. So, das ist die Station. Da ist ein Übergang zum zweiten Bahnsteig. Und wir haben hier, das ist auch Ausweichgleis und einmal ohne Strom hier. Wir können auch Leute spawnen. Einmal bei Signal G und L, TOW. Und für alle, die mutig genug sind, dürfen jetzt als Güterzug spawnen. Das hier zum Beispiel ist ein Spawn, genau dieses Gleis hier. Und dann haben wir hier noch tote Gleise. Mal schauen, was wir da hinten haben. Bekannter, dann kommen mehr Updates als nur einmal im Jahr. und schaut's mal, im Gegensatz zu Simrail. Ey, ich kann die Weiche stellen. Ich habe mir auch ganz kurz überlegt, ich mache mal ganz kurz den Ton in Simrail an. So. Ob ich mal das neue Stellwerk gebe im Stream von Simrail. Aber das neue Stellwerk, so schön wie es ist, dass es ein Drucktastenstellwerk ist, der Fahrplan da drin ist halt ziemlich langweilig. Du schickst einfach die Züge von links nach rechts und rechts nach links und ab und zu kommt von links unten mal was oder du musst nach links unten mal was reinschicken und das alle Stunde mal. Nicht sehr spannend. Also ich werde es auf jeden Fall mal zeigen. Aber jetzt für den Stream fand ich es einfach nicht so spannend. Also dachte ich, mach mal TD2, weil da sind die Fahrpläne ein bisschen spannender. Was haben wir hier hinten? Ach, das Signal. Oh, das ist hier tot. TM11. Mal ganz kurz schauen. TM11 ist da hinten. Ach, da oben darf ich gar keinen reinschicken. Okay. Das wäre doof. So, was will SPDR?
33150 Frachter an. Ja, ist frei. Schick mal rüber. Ja, da klingelt es auch schon. Was, aber du schickst doch gerade auch alles von links nach rechts und umgekehrt. also in Simray ist es so Snowbeak, Polny, W, irgendwas. Ich hab's mir nicht gemerkt. Und in TD2 ist diese Stellwerk hier neu. Also Naklu. So, gehen wir mal. Ihr wisst was, wir bleiben am Bahnhof. Hier unten. Und ich stelle mich da vorne hin. Da sehen wir wenigstens etwas. Ungefähr so. Ja, also, ich meine, das Schöne halt an TD2 ist halt... Das war gerade die Weiche, Entschuldigung. Man kann halt ja alles machen. Rangieren, umsetzen, hau mich tot. Und der Fahrplan ist halt jedes Mal neu. Das macht das Schöne halt in TD2. Dass man halt immer was Neues hat. Soll man die alten Stellwerke updaten? Ja, auf jeden Fall. Es gibt so schöne Szenarien in TD2, die noch nicht aktualisiert worden sind. Ich hoffe, das kommt noch. Also schauen wir mal. 33150 kommt von Shermin, also von der Links. Anschluss T. Der hat hier einen Personenhalt. Ist 13 Minuten verspätet. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Das ist der Zug hier. Und der will noch Paro. Der ist aber auch schon 13 Minuten verspätet weggefahren. Eine EN57 in Rot. Gut. Wir geben dir mal die Einfahrt bis zum Bahnsteig. Der wäre hier unten. Das heißt, halt bis Signal. Also halt erwarten bei Signal E. Und ich werde dann schon mal ganz kurz anfragen. Im Texteditor. Pero RU. Und der Zug da. So. Wo ist Pero? Da. Ist es check, Pero RU 343150. Klick's mal kurz weg. Werde ich dann absenden, sobald der da ist. Und dann schauen wir eben, dass wir hier die Ausfahrt geben können. Und wie gesagt, die Spawns sind offen. Also falls jemand hier einen Güterzug fahren will, gerne reinkommen. Personenzug geht leider nicht. Es wäre aber eigentlich möglich von dieser Station. Haben es noch nicht aufgemacht. Macht immer Sigma einen ganz kleinen Tick lauter. Ja, Wartespiel. Wie in Simray. Warten, bis er zukommt. Also eingestellt habe ich mal bis 23 Uhr. Ja, genau, 23 Uhr. Länger werde ich auf gar keinen Fall machen. Für das bin ich einfach nicht wach genug. Aber ich würde den Stream auch gerne nutzen, wenn ihr Fragen zur SBK habt, also gerade im Speziellen in TD2, kann ich euch gerne Sachen demonstrieren oder erklären. Schießt einfach drauf los. Ich meine, vieles davon ist auch übertragbar zu Simrail. Rein von der Bedienung her. Der Boba Gonicha Bishotnia. Ja, ich glaube, das war das, ja. Es war die Station mit den eigentlich zwei Hauptstrecken, einmal oben, einmal unten, wobei rechts unten gesperrt ist
und die anderen drei offen sind. Fragt er an. 3, 2, 1, 4, 6. Ah, der muss warten, weil der kommt auch von rechts. So, haben wir mal gesagt, dass in ungefähr 5 Minuten frei ist. Durchgefahren bin ich schon. Wer ist denn da? Ah, der Yoshi. Na, ist kein Kaltstart. Warmstart. Ah, so. Schauen wir mal, was der Yoshi da für einen Zug hat. TRB E107 VMAX 120. Nicht beladen. Okay. Was Kurzes. Also extra lang. Alles klar. Gehen wir zurück zum Bahnhof. Da ist es weniger laut. So, ich stelle mich mal wieder dahin. Okay. Der andere kommt, dann schauen wir mal, Nummer passt, ist sechsstellig für einen Güterzug. TOW, Elektro, was hat er gesagt, 120. Anschluss ist S. Okay. Abfahrt 5 Minuten, mindestens. Oh, 31 Minuten warten, das ist nicht so geil. Wo sind die neuen Signale verbaut? 21:15 Abfahrt nach Belchow. Also irgendwie super kurz. 21:03. Joshi, was heißt von dem? 21:03 nach Alexandro Kajaski. Da hast du keinen Halt. Passt. Alles klar. Schick mir das mal. Uhr. Wird aber noch spannend hier mit dem Fahrplan. 01. 56 theoretisch. Ich komme mal von T. Ah, da ist er ja. Oh je. Oh, ein Elki. Immer unser Bestes. Das ist jetzt da links. Ah, 33150, der wird nach Paro RU. Der Bochstau-Polinie fällt sogar der zweite Bahnsch. Was? Fällt sogar der zweite Bahnsteig? Er prüft in der Maps und Google Maps. Ist ein Bahnsteig vorhanden? Ja, ich meine, sie haben mir gesagt, der Bahnhof in Slobik, Poli, irgendwas. Wird er dann FDL reinkommen und ich wette, dann werden sich die ganzen deutschen Server und Co. entspannen, sobald da ein echter Mensch drin ist und nicht mehr die KI. Ich meine, die Station an sich ist total langweilig, aber dieses Nadelöhr mit dem Eingleisigen in dieser Kurve, das kann einfach so viel verhauen, wenn du das falsch machst, bis die KI ja schon mehrmals bewiesen hat. So. Anschluss schließen da hinten. Ah, 33150 Paro RU. Ist immer noch gesperrt.
Ich muss mal kurz mit Paro telefonieren. When can I send you to Paro? Okay. Was? Welt fehlt, sorry. Okay. Ja, ich sehe schon. Ich werde hier meine Verspätungen haben. Okay, we have to wait. Alter. Echt jetzt? Übersetzen die das so falsch? Wenn kann er Sendio 33150? Nee, einfach so. Nein. Gott, wird er perfekt startet hier. Also in SimRail sind die FDL schon Chaoten, aber in TD2 ja heute auch, ne? Der Vorteil in TD2 ist, man kann die Leute halt abstrafen dafür. Ich muss mal ganz kurz einen kleinen Change machen. Ich hoffe, das verhaut das Stream nicht. In 5 Minuten. Alter, in 5 Minuten! Du sperrst mir mein ganzes Gleis wegen dem. Man hätte ja auch noch einen Yoshi zum Rausschicken. Oh. Und neben Yoshi kommt dann noch dieser 32146. Genau auch von links. Das ist gar kaum Abfahrt. Aber der hat wenigstens noch nicht... Alter. Wegen diesem ein beschissenen Zug hier. Ich mach mal vorsichtshalber den Spawn zu. Nee. Muss ja kurz warten. Nee. Fuck. Und da ist er drin. Scheiße. Also jetzt bin ich wirklich dicht. Scheiße. Ach, übrigens, hier ist das Handballradio. 37 Minuten, 16 bis 16 von GR und hinten NOR. Analyze, please. Was das beschissen ist, deine Lok steht halt bei C. Und die wollen alle hier nach S raus. Nur wegen des... kann ich den Typen hauen, bitte? ETA 40, TOW, VMAX 70. 3445 Tonnen. Bist du wahnsinnig. Ja, aber gut. Solange du aus meiner Station rausfährst, ist nicht mehr mein Problem. TOW, Elektro... 70 bei S raus. Ich mach schon mal 10 Minuten mindestens. 21:15. Das kannst du vergessen. 32 noch so wie Bohr. Wir fucken jetzt an. Ja, und jetzt kommt's von hinten, ja? Ist so klar. Ist so klar. 32. Was gebe ich denn ihm jetzt?
15 nach, 32 nach. Das ist halt alles scheiße für ihn, ne? Ich gebe mal dem da. Mal schauen, was er sagt. Alter, der Fahrplan... Also, den ganzen Fahrplan kann ich einfach jetzt schon vergessen. So, was mit dem Pappenheimer davon? 5 Minuten. Sag mal 641, möchtest du vielleicht was sagen dazu? It's okay. Okay, mal schauen. Ich glaube, den kann ich Gütezug vielleicht vorher wegschicken. Das ist Luffy. Alter, da steht bis 49 hier. Okay. Blastani zum nächsten. Okay, geil. Okay. 33150. 33150 noch Aru RU. Gerade mal reservieren. Alter, nehm an. Okay. Weg mit dir. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Hört man den Ingame-Sound von TD2? Hört man so einen Check in die Community? Also, Ingame-Sound ist da. Wunderbar. So, 33150 ist abgefahren. 13 Minuten Verspätung. Aber nicht wegen mir. Nein, fuck! War der falsche. Scheiße. Oh, den muss ich nochmal updaten, wenn er kommt. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde. Sorry. Und der Typ von Sobibor ist noch nicht mal über das Ausfahrsignal gefahren. Ja, dann schickt man gerade mal Yoshi hinterher, sobald frei ist. Und eben kann ich sagen... I can try later for a new... if there is something better, if you want. Gib mir das Zettel, ich hol den Kiebelein. Nee. Es gibt sonst wieder Skaga hier im Skaga Simulator. So. Was macht denn der eine da hinten? Um 7:40 hätte er schon wegfahren sollen.
So, komm, Kiebel, fahr mal weg. Ich möchte den Block auflösen. Ich meine eigentlich, für den 64100... Oh, er ist weg. So, Yoshi. Nach Takovice B.O. Schauen wir mal. Takovice B.O. Oh, geil. Ja, Yoshi. Put the pedal to the metal. Weg mit dir. Gas geben. Acht Minuten Verspätung. Ich überlege es mir eventuell vielleicht mal reinzuschauen. TD2. Ja, macht es. Also da ist einfach super geiles FDL-Erlebnis und Fahrerlebnis. Oh, schaut mal, wegzieht der Yoshi. Alter, Zombie-Boy ist immer noch nicht weggefahren. Was ist da los in Sobibor? Nein! Shit. Alle bitte nochmal neu laden. Dankeschön. Nein! Ich hab mich ausgeloggt. so. 23 Uhr. Jetzt schauen wir mal, ob wir für den 641er irgendwas Neues hinkriegen. Der hat VMAX 70 gehabt. TOW, Elektro 70. Fährt über S, glaube ich. Ja, über S. Da, ich glaube, das ist besser. Hauptschalter ist gerade schon geflogen. Sehr gut. Wow, Sobibor ist mal abgefahren. Der Pfeil ist durchgehend rot. Wahnsinn. Geht ja doch. So, mal schauen, was er dazu sagt. Ja, ich finde da gut. So, gehen wir mal ins FDL-Häuschen. 32146. Kommt von da. Vicham. Also, hallo. 32146, der will nach Torzün. Ah, Weiche ist falsch. Komm, leg dich. Dankeschön. So, 32146, den ich aus Versehen abgestempelt habe, der hat hier keinen Halt. Der muss nach Torzün. Ich frage mal ganz kurz an. 3, 2, 1, 4, 6.
Oh, Texteditor, komm mal. Freeford 32146. Torzün. Wo ist es? Hab ich es aber falsch gemacht? Doch, Torzün. Mal schauen, was er sagt. Ich hoffe, ich krieg den gerade schnell weg. Und der Typ fährt so schnell. Skaga! Er hat B-Yes geschrieben. Also, ja. Also, Torzün B-O für ihn. So, Auswahl hat er. Schreiben wir ihm Exit given. Gehen wir mal zum Bahnhof. Jetzt hat er einen Wagen dran und ist einfach mal so hardcore verspätet. Und zwar 22 Minuten. What the fuck? Warum bist du jetzt? Was? Bitte sagt mir, dass ihr das auch gerade gesehen habt, dass der einfach mal so instant gestoppt hat. Ach Mann, jetzt muss ich die Fahrstraße zurücknehmen hier. Das habt ihr doch auch gesehen. Der hat einfach instant gestoppt bei dem Signal. Das war doch nicht normal. Aber jetzt, was mir gerade einfällt. Der Typ muss ein Manöver machen. Fuck! Papa, we have to do a Manöver. Fuck! Ich sollte nicht streamen, wenn ich müde bin. Scheiße, ich hab den auf SWR rausgeschickt. Das ist genau die andere Seite. Oh, Scheiße. Weil wie ihr seht, 64100 geht bei S raus. Und das ist hier rechts bei mir. Und er steht halt Richtung T. So, Sobibor können wir wieder canceln hier.
Ja, aber so viel zum Manko. Kommt da schon der nächste aus Torsün. Torsün ist 38012 und der hat hier einen Halt. Ja, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass er mit der Locker... Was macht er da? Will er jetzt prüfen, ob er hinten mit der Lok reinkommt? Ja, wird's knapp da hinten. Ready. Okay, liebe Leute, Manöver. Fahrstraße passt. Dann fährt er mal hier bis hinter TM 14. Dann fährt er hier retour Richtung D und bitte wieder ankuppeln. Cool. War jetzt nicht geplant, aber wir haben bald über. Und so ähnlich wird es dann auch in Simrail funktionieren. Wenn sie es denn mal freischalten. Da hinten ist er. Sah irgendwie komisch aus, wenn einer rennt. So, komm, fahr weiter. Sehr schnell. Bitte, danke. Beifahrer gibt es auch. Ja, natürlich gibt es Pfeiftafeln. Torzün. Das ist der Code, ja. Der fährt in die Offline. Muss mal schauen, ob er das machen will. So, Weichen umlegen. Ich hoffe, er sieht von selbst, dass er jetzt die Manöverstraße nach hinten hat. Das ist so der Moment, wo ich mir denke, ich hätte gerne mehr Ausweichgleise. Oh, dieser Zoom hier. Das ist einfach echt abartig. Ja, da ist er ja. Und er hat sogar die richtigen Randstierlichter an.
Ein Pro, aber gut, der ist immerhin Level 20, ne? Paralleleinfahrt wäre jetzt geil gewesen. Oh, die eine Station von dem, der was jetzt gerade kommen ist. Oh, schon wieder ein Elki. Sag mal, bin ich irgendwie so ein Elki-Magnet oder was ist hier los? 38012 nach Thomas irgendwas. Ah, und zwar SK. Reservierung wird angefragt. Oh, die Pfeife, ich bin selbst eine Pfeife. Das wäre eher so ein Satz, den ich sagen würde. So, der 38012, auch Abfahrt um 24, also schon längst vorbei. Der soll kurz anhalten und dann wieder weg von hier. Alter, der Güterzug ist um 32 weg. Das sind in 4 Minuten. Aber er macht es wirklich schön nach Vorschrift. Irgendwie interessant. Bei der ET41 habe ich keinen Sound. Zyd hat aufgelöst. Andererseits, ich meine, der kann sich Zeit lassen da hinten. Weil vorher fährt einfach dieser Personenzug erstmal weg. Eigentlich jeden Moment hinter mir auftauchen. Da ist er auch schon. Ja, moin Kollege. Möchtest du vielleicht Gas geben? Du bist eh schon zu spät. Oh, Held der Eisenbahn. Ich bin ja persönlich ganz froh, wenn immer so Level 20er bei mir sind. Die sind zwar streng, aber die wissen wenigstens, was zu machen ist. Weichen stellen. Alter, was machst denn du? Halt an, mach Türen auf und fertig. Boah, jedes Mal. Er hat angehalten. Gratulation. Oh, was willst du von mir? Google-Übersetzer. Übersetzen. Bitte, danke. Du bist zu urgent fern, werde ich jetzt gehen. Was? Ich will ja auch gehen? Alter, echt jetzt?
Alter! Ah, Mann! Können die Züge bei mir auch mal durchfahren? So. Hau ab. Geh weg. Ich will dich dann hier nicht mehr sehen, wenn du hier einfach meintest. Dankeschön. So. 641000 nach Lapno EW. Lapno EW. Sehr gut. Komm, Weichen, stellt euch. Ausfahrt. Eine Minute Verspätung. Das ist noch nicht mal schnell. So, Exit geben. Und die nächsten zwei sind halt schon wieder offline, ne? Wobei, das heißt doch nicht sehr viel. Die machen vermutlich gerade Szeneriewechsel. Aber trotzdem. So, 641, was ist mit dir? Möchtest du fahren? Ja, wobei, der wird jetzt vermutlich nur ewig lang brauchen, bis er seine Bremsen gelöst hat. Solange wie der Zug ist. So. Ich mache die Spawns wieder auf, also falls jemand reinkommen will, ist wieder offen. Mal ganz kurz schauen, was die Bremse bei ihm macht. Ja, au. Jetzt braucht noch einen Moment. Komm mal, Jung, bitte fahr weg. Schauen wir nach, ob alles okay ist bei ihm. Mikrohandel. EU07. So, schauen wir mal, was der für einen Zug da hat. Auf jeden Fall farbenfroh. Ah, dieser Zoom, ganz ehrlich. Aber schöne Lackierung. Fällt mir mit dem Grün. Tobarowi VMAX 70. Alles klar.
So, diesmal mache ich es aber nicht falsch. So, nach S raus. Mikrohandel. Tobarobi, der wäre 70. S, 5 Minuten. Oh, wow. Das sieht schlecht aus. 7,5. Delete RJ, please. Noch einer. Ernst jetzt? Wir machen mal eine neue Playlist. Warum? Wieso? Und der bei den 10 Minuten wegfahren. Also in 10 Minuten oder innerhalb von 10 Minuten? Das muss ich mal ganz kurz nachschauen. Geht in 10 Minuten, also ich glaube, das heißt so viel, wie er will in 10 Minuten abfahren. So, Mikrohandel, T, 70. Ach, übrigens, wo du bei Simon bei mir den Funkhold ausgelöst hast, das warst du nicht. Das Spiel hat gemerkt, dass ein Spieler rückwärts gefahren ist und über eine Stelle gefahren ist und sofort beim Grün auf Rot umgesprungen. Ah, good to know. So, was ist denn das längste hier? Das da. 22:04. Alter, da muss über 20 Minuten hier stehen. So, mal schauen, was er zu dem sagt. Also fahrplantechnisch hätten wir noch 1, 2, 3, 4 Züge, wobei einer hält hier. Also, was heißt, endet hier, ist besser gesagt. Principals. Google Translate. Übersetzen bitte. Will es vorzeitig sein? Ach, der will vorzeitig wegfahren. Ich habe gerade Bremsung hingelegt, statt 400 Meter vor... statt 400 Meter vor einem Signal. I give my best. Also, der will nach Lisco fahren. Wir können es mal probieren. Can I send you blah ahead of time? Warte, Moment. Wir haben mich tot. Und das wäre die Zugnummer. Ja, geil. Die nächste Blockanfrage. Von Tor Zün. Und Tor Zün ist 58516. Ja, der muss er sowieso erstmal abwarten. Gehen wir hier mal weg. Was ist denn das für Musik? Geht ja mal gar nicht. So, neue Playlist.
So, there is a train behind. Yeah, I will try to send you when he leaves. Alexandro is offline. Also Leute, eins bauen wir noch offen. Mal kurz umarrangieren hier. Andererseits müssen wir schauen, ist der schon drüber? Ne, ich frag mal an. Felisco. Es muss aber schnell gehen. So, mal schauen, was er sagt. Ob ich Lisco verfrüht schicken kann. Oh, dieses Zoom. Meinte, Lisco hätte enge Abstellgleise, wo er den gegebenenfalls zur Seite nehmen kann. Mach ein Screenshot-Motiv. Was war Screenshot? Nee, F9, F8, glaube ich. Polski. Diepe. Es kommt ein Zug von hinten. Mal dieser. Was ist das jetzt für die Anfrage? Jetzt hat er die Anfrage gelöscht. Alter, geht der jetzt auch weg oder was? Also es kommt ein Zug von hinten, sobald dieser durch ist. Ah, okay. Discord nein gesagt. In Polen kann man keine Übersetzer. Ja, anscheinend nicht. Zug ist von hinten, sobald er durch ist. Frage ich nochmal an. Aktuell darf ich dich nicht verfrüht wegschicken und das alles in Diepel rein. Das werde ich mal nach Polnisch übersetzen. Wird vermutlich eh nicht stimmen. Alter. Diese Übersetzungsverweigerer. Ich meine, ich kann auch kein Polnisch. Aber ich behelfe mich mit Diebel. Und auch wenn es halt immer stimmt. Ich verstehe es irgendwie so grundsätzlich, was die Leute von mir wollen. Ich meinte, es ist sogar irgendwie... Boah, nee, nutzt nicht den Google-Übersetzer, nutzt deeple.com, der ist viel besser. Aber ich meinte, in Delitz weiß es sogar eine Regel, wenn jemand das dort komplett verweigert, sich in Englisch oder so zu übersetzen. Beziehungsweise, ich glaube, nein, die Regel ist anders. Die heißt, glaube ich, wortwörtlich, dass, wenn man es irgendwie sagt, nur Polnisch reden oder so und alles andere darüber verweigert, dann ist es, glaube ich, ein Regelverstoß. Irgendwie so, glaube ich, war das. Ich meine, at least try it. Hol dein Handy raus, Übersetzer und ansonsten Google-Übersetzer aufmachen und gib das Ding ein, was du haben willst.
Jetzt habe ich nur noch den 58516 und den 544270. Jetzt geht es einfach komplett auf 9. Ja, dann muss er halt warten, ne? Ich meine, ich könnte auch sagen, ich lasse ihn jetzt einfach mal extra warten. Bis 4 nach. Hallo, F1. Ja, wenn er so doof macht. Wäre aber halt noch im Fahrplan. Na, Mizi? Alles gut, du? Ah, da sieht man jetzt gerade diesen Monsterkarl nicht. Warum hast du eigentlich keine Animation? Die schlägt nämlich ab und zu mal an ihre Tatzen ran. Ist total schräg aus. Na, Mizi? Mach mal was. Ah, die macht nichts. So, Bahnübergänge bleiben zu. Solche Leute habe ich zum Fressen gern. Ja, ich auch. Ja gut, Mr. Mikrohandel, du fährst ab, wenn die Fahrplan dir das sagt, dass du abfahren sollst. Vorher nicht, erstmal. Waiting Game. Naja, hat wieder klingelt. Es ist auch so nervig und an den SWDR, ne? Es klingelt, aber es geht dich teilweise gar nicht so halt an. Du schaust aber trotzdem rein, weil es könnte dich halt irgendwie betreffen. Es gibt so einen Mod dafür, dass die Sounds irgendwie anders sind. Aber warum bin ich nicht von Haus aus drin, dass ich einfach keine Notification kriege, wenn da so ein Chat abgeht, der mich überhaupt nichts angeht? Du bist ja jedes Mal nervös. Du sagst erst dieses Tüde und schaust da rein. Naja, während die da erstmal kommen, können wir mal schauen, was wir in die Richtung soweit haben in der Station. Mit der Klingel. Nichts Wichtiges. Vielleicht entdecken wir ja so ein kleines Easter Egg oder etwas in der Art. Oh, da ist eine Sperre hier drin. Sehe ich die im Stellpult? Moment, wo ist das? Da haben wir TM2 davor. Moment mal. TM... Hä? Moment. Das wird mir gar nicht als WK angezeigt. Was ist, wenn ich hier den hier mache? Ach so, Moment, jetzt sehe ich es gerade. Doch, der WK wird mal angezeigt, aber als wäre das hier nach hinten. Hä, was ist denn das für eine... Warum wird der WK so angezeigt? Okay. Geht er bitte. Okay, das finde ich ein bisschen verwirrend, dass der WK genau so angezeigt wird. Alles klar. Ich
Ich meine, meine Mutter hatte den Google-Übersetzer, hat Deutsch eingesprochen und auch Polnisch rausgegeben. Die haben es verstanden, damit einen Daumen nach oben dafür. Ah, da ist der eine Bahnübergang. Und das Weichenpaar 4 und 3. Aber da hinten nochmal. Das ist dann 1 und 2. Das ist 2. Und das ist 1. Ah, cool. Da steht sogar ein Postbus. Oder sowas in der Art. Ein Volvo nach Kotzado. Das ist ein geiles Detail. Erstmal einen schwarzen Balken hier über die Augen drüber. Ja, da kommen sie nicht früher weg. Ich schreibe mir jetzt in Englisch. Folgezeichen. Ja, nutz Google Translate. Was? Polnisch oder Deutsch? Ja. Warte mal, kriege ich jetzt wegen dem was Kaga? Eigentlich nicht, oder? Polnisch oder Deutsch? Ah, ja, warte mal, soft. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich glaube, das Risiko geht jetzt ein. Ich lass mich doch nicht ärgern hier. Joshi, was meinst du? Was? Doch, ist das siehst du doch. Ja, schreib Fragezeichen, so viel du willst. Wenn du es nicht machen willst, ist mir jetzt egal. Du kriegst deine Ausfahrt per Fahrplan. Aber er kann ja nicht mal Deutsch. Ich kann nur spreche Deutsch. Oh, Pappenheimer hier. So, was sagt der Fahrplan? 21,52, 22,14. Oh, das dauert eine halbe Ewigkeit, bis der da ist. Also rein theoretisch sollte das Skytrick um 3 nach hier ankommen, von SMW, sprich von rechts.
und hat einen ganz kurzen Aufenthalt. Aber da schaue ich mal, dass ich den weiterschicken kann. Oh, die Figur hier drin. Was? Kosio Tetranskov Wolf? Was? Ich glaube, die Schrift noch nie so klein gesehen. Was? Was schreibt er jetzt da? Übersetzen. Ich lerne noch und das ist mein erster Zug. Ach du Scheiße. Kann mir jemand sagen, wo der versteckte Eliki-Magnet hier ist? Ich möchte gern... Oh Mann! Ach, wie alt bist du, fragt er gerade. Okay. Ich hab doch verstanden. Cool, auf Deutsch geht's. Sorry, oh, bitte rettet mich. Ich bin hier nur von Anfängern umgeben. Okay. Oh, der L, der Englisch kann. Kann schon mal mehr als Level 13. Ja, traurig, aber wahr. So, schauen wir mal. Krieg ich den jetzt weg nach Lisco BI? Das ist zumindest mal frei. Mal schauen, ob es angenommen wird. Boah, geil, der kann wegfahren. Komm, Weichen, stellt euch. Ich will ihn weghaben. So, weg. Cargo will er damit fahren, okay. Oh, jetzt ist der Skytrick da. Skytrick kommt von rechts. Der hat hier. Ah, Moment. Oh, jetzt habe ich Stress. Ah, war ich aber nicht richtig.
wie jetzt nur Cargo. Alter. So, Skytrick, der will noch Ketsmanice WD. Schauen wir mal. Kann er bitte wegfahren? Alter, bleibt er jetzt extra hier stehen? So, wo ist der Skytrick? Da hinten ist er. Ich glaube, der hat die komplett abgerüstet. Der muss jetzt wieder aufrüsten. Oh, schöner Zugverband. Wirklich schön. Und wieso kann ich jetzt die Kamera nicht mehr schwenken? Hier die zwei. Hallo? Ah. Jetzt geht's wieder. So. Skytrick einmal abmelden. Der ist weg. Oh, was ist jetzt mit Mikrohandel? Geh weg hier. Oh, komm schon, bitte. Bin echt so ein Pechmagnet. Ladies and Gentlemen, Mikrohandeln hat sich in Bewegung gestellt. Wow. Ja, Skytrick von mir ein Plus-Plus. So, Mikrohandeln werden wir jetzt auch mal abstempeln. Eine Minute Verspätung. Und Mikrohandel kriegt kein Plus von mir. Was zum... Alter. Einfach mal so direkt vor der Nase. Sag mal, lieber Elke, bist du dir sicher, dass du diesen Güterzug fahren willst? Was ein nice place. Der wird jetzt doch verhauen, oder nicht? Was sind da vorne dran? ET 140? Ja, natürlich. So, Gott sei Dank ist er weg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schwer der ist.
Only time you lie is when you lie on me. Be my forever, baby, come ride my way. Hop in Uber, baby, and slide my way. Also Stand jetzt habe ich offiziell nichts mehr im Fahrplan. Er war der Nächste. Ich hoffe, er schickt mal was. Gehen wir mal ins Stellwerk. Left Timeout. Ist der drüber? Nee, der ist nicht drüber. Alles klar. Was hast du jetzt für ein Geschoss hier? Alles dunkel hier auf jeden Fall schon mal. Aber es ist immerhin ein Güterzug. So, Mr. Elki, hello. Jonas, Sim, Tobarobi, Rage, 40 Minutes. Change your number. Which train type? Ah. Northern last bitch. THB hat er geschrieben. Ich muss echt schlafen gehen. So, also ein TOW. Maximal 30 bis 40 Minuten. EU 720. Er hat jetzt 1,999. Bisschen schnell. 120. So, der fährt nach S. Siebenunddreißig Abfahrt, ist ein bisschen arschig. 16 Abfahrt. Das schaut doch gut aus. Was? Anderen Player? Hä? Did you get the change? Geil, der hat den Fahrplan irgendwie nicht gekriegt. Und der Elke ist gegangen, wohl überfordert mit der Zuganalyse. So, probieren wir es nochmal. 1,9, TOW 120 auf S. So, aber jetzt sollte er es eigentlich gekriegt haben. Mario. Oh, das mit der EN71. Warum könnt ihr überhaupt mit sowas spawnen? For a swim, winter time, go grab a stick. Spring, I might need an umbrella.
Ja, aber echt voll der Elke-Magnet hier. Mate K kommt, 12, will connecten. Was machst du da? Spike M ist on. Ja, okay, jedenfalls der auf der linken Seite, der Guy, der jetzt gerade wieder verschwunden ist, hat seine Abfahrt um 16 nach. Noch so wie Boa. Also in 6 Minuten. Aber warum können hier Triebwagen spawnen? Ich dachte, das wäre restricted mit TOW. Sehr mühsam. So, wir werden jetzt mal die Playlist wechseln. Andere Musik gerne. Oh, viel angenehmer. Okay. Daumen nach oben. Wer von euch spielt TD2? Ab in den Live-Chat. Macht's mal Daumen nach oben. Rein auf Referenz. Und macht's mal ein Smiley, wenn ihr nicht TD2 spielt, aber Simrail. Einfach nur, damit man sieht, wie gerade so das Verhältnis ist. Ich glaube, ich gebe dem schon mal die Ausfahrt. So wie Boa, also ich versuche es zumindest mal. Es ist ja immer noch gesperrt hier. Mein Fehler. So wie Boa wie N musste. Na komm, nimm an. Yes, er hat angenommen. Und Ausfahrt. Daumen nach unten und Smiley. Ich will mir das mal ansehen, wie das Signal zurückfällt. Warum machst du ZDW3? Oh, das sieht aber schön aus, wie das zurückfällt. Gefällt mir. Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, mal kurze Frage an die TD2-Spieler. Was, Kickplay oder Kickdriver? Ich frag für einen Freund. Was? Wer? Was willst du von mir? Ich glaube, es war irgendwie mit Kick Driver.
You need to leave. Alter, dann nächste. Holy shit. Einmal Kesselwagen hier. Auf super lang. Also normalerweise, wenn ich den Spawn offen habe, passiert halt nie was. Jetzt bin ich am Stream und jetzt passiert was. Kick Driver. So, weg ist er. Spawn machen wir mal kurz zu. Und er macht einen Cold Start. Ja, okay. I'm AFK for 3 minutes. Also, liebe Leute, ich bin mal ganz kurz AFK für 1 bis 3 Minuten maximal. Ihr könnt mal den Kollegen hier beim Aufrüsten zugucken und wer ankoppelt. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Also. Der hätte gern Tobaroli mit 125 mit einer EO07. 125 über dem hier. Mal schauen, was noch so geht um die Uhrzeit. Oh, Abfahrt um 25. Ja, gib ihm. Die Musik ist immer noch kacke. Gehen wir mal auf das hier. Ne, nicht viel besser. Ich glaube, das ist okay, was er da schreibt. Gerade mal übersetzen. No, okay. So, was gefällt dir mir jetzt da nicht? W-
What is not okay? Ach, weil es lang ist. Mein Time and Edgy, okay. Na, fahren wir ihn doch mal, wie lange das denn sein soll. Wenn das zu lang ist für ihn. Es wäre eigentlich so ein schöner Fahrplan gewesen. Ach, Google Translate. Was? Warum sagt er jetzt egal? Jetzt sagt er, das war's. Ach man, die Spieler manchmal hier in TD2. Das ist manchmal immer wieder entspannend, wenn man genau diese Diskussionen halt nicht hat. Was? Na, 2 bis 3 Stats, ne, na. Gute Übersetzer. Danke, übersetzen. Zwei bis drei Stationen. Ach, der Tomek, wie komm. Alter, kannst du mit mir mal in Englisch reden? Oh, wow. War ich mir das Übersetzungsverweigerer? Okay, so kann es sein und das war... Hä? Can you say that in... English, please? Weil der deutsche Übersetzung da vorne ist ein bisschen komisch. User Translator. Ah, Rechtschreibfehler. Translator mit O. Was soll er im Not Open Translator? Alter. Ah, ich glaube, das ist Kaga incoming. Geil.
Also eine halbe Stunde bei der Station halt noch offen, ne? Chat, was meint ihr? Wollen wir in TD2 noch eine Runde fahren? Oder in Simmer eine Runde fahren? Aber ich glaube, mit Stellbergen wird es heute nichts mehr. Und mit der Musik auch nicht. Ich kann dir kein Ausfahrsignal geben, wenn du keinen Fahrplan hast. Alter, manche Leute. Und bitte entschuldigt mal die Flugzeuge im Hintergrund. Die sind gerade irgendwie sehr heimisch hier in Zürich. Müssen gerade alle herkommen, wenn ich jetzt stream. Ah, Browse, was machen wir denn? Ah, ein bisschen Beats. Can you delete my edge? Alter. Ich mach keinen Caps. Der versteht mich halt wirklich nicht. So, Tomek, komm rein. Okay, es hat klingelt, aber kein Zug da. Was kommt denn da jetzt an? Da kommt ein Zug von da hinten. Einfach mal so, total random. Wie erst... Yes. Sag mal, rede ich gegen eine Holzwand oder was? Oh. Oh, oh. I think we have a... Moment mal, ich bereite gerade mal was vor. Also ganz ehrlich, mit sowas kann ich einfach nichts anfangen. So, und der Typ, der jetzt kommt, der wird nach Zermin fahren. Hält hier aber nicht. Aber Einfahrt kriegt er erst schon mal. Alter, kann der Typ bitte einfach gehen? Thank you.
Tomek ist da. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Tomek hier starten will. Vitam, analyze, please. Machen wir danach Standard. Was ist nur I'm known if this give me. Alter, sag mal. Sorry, aber nein. So, SM42, TOB, VMAX 70. Ah, schauen wir mal. Der Tomek, TOB, Diesel 70. Der fährt über T dieses Mal. Diesmal war es richtig. Ich hab genau einen Fahrplan. 23:03. That's the only one I have. Und jetzt habe ich gerade wieder 4 Züge hier reinkriegt. Oh Mann. Ja, aber ich meine, echt, sorry. Ich meine, wenn der mit mir nicht reden kann oder zu doof ist, einfach irgendeinen Trader zu nutzen, ja, dann ist es auch irgendwo vorbei. Und wenn dann Skaga schreibt, dann schreibe ich auch gerne die Logs rein, weil ich glaube, ich bin ihn einfach nicht verständigen. Ich meine, so schwer kann es doch echt nicht sein, oder? Jeder andere geht's ja auch hin. So, schauen wir mal. Also, warte mal. Takobis kommt jetzt da, will nach Zemin fahren. Alter! Speedway-Fan! Du bist schlimm! Und ihr habt die Alertbox nicht angekappt. Oh mein Gott! Moment mal. Speedway-Fan, vielen lieben Dank für die 5 Tier-1-Subs, die du da verschenkt hast. Vielen lieben, lieben Dank. Und entschuldige, dass die Alertbox nicht mit an war. Ab jetzt ist sie an. Mann, Speedway-Fan. Der hat echte Spendierhosen hier an. Schließlich ist Kaga. Ja, da stehe ich voll dahinter. Ich meine, ich habe das Log, ich habe den Livestream hier. Ich hab's versucht, mehrmals. Der ist noch nicht mal abgefahren da unten. Könnt mal schauen, ob ich den um 23:03 irgendwie verfrüht losschicken kann. Can I send you how to ahead of time via so und so viel? Mal schauen, Takobice. Sollte eigentlich Platz haben. Bist du nochmal TD2 oder Simrail? Oder hast du noch keine Ahnung? Ich sag mal, keine Ahnung. Das werde ich eher spontan entscheiden. Was? Free? Please, wie fahrst du? Was? Bist du wahnsinnig? Warum ohne Block? Was ist denn hier los? IFS.
Alter! Nee, das kann ich doch nicht machen. Ich kann ihn doch nicht einfach mal ohne Block auf die SBL rausschicken. Nee, ich schicke den nicht ohne Block auf eine SBL raus. Nee, nee, nee. Ich will nicht, dass da einen Crash gibt, nur weil ich den jetzt da einfach mal ins Nirvana geschickt habe. In die SBL. Nee. Und Yoshi schickt aber auch schon mal einfach mal so ins Nirvana rein. Nee, das kann ich einfach nicht vertreten. Muss ich spontan über den, das Spiel die zwei schnell herunterladen. Also mal angenommen, ich würde jetzt morgen mal wieder streamen. Würdet ihr euch dann wünschen, ich mache Drucktastenstellwerk, also was ich jetzt hier mache, SCS oder komplett mechanisch? Soll ich die schön mit Hebel? Naja, mehr als Question und gebannt werden geht ja nicht. Ach, das sind wohl gerne, dass ich den Block händisch lösche, wenn der Zug frisch bei mir rein ist. Mechanisch. Okay. Er wollte mich also leiden sehen. Richtig schön Hebel ziehen. Ich meine, heute macht es keinen Sinn mehr, dass wir irgendwas Mechanisches aufmachen. Das ist einfach zu spät. Aber ich überlege es mir, ob ich morgen Hebel schmeißen gehe. Mach Wohler, das ist einfach. Ja, Wohler ist mir, glaube ich, irgendwie zu monoton. Also wenn, dann mache ich irgendwas anderes. Aber ich überlege es mir noch. Ist es. Ich verspreche es nicht, aber eventuell mache ich morgen mechanisch. Also monoton. Guten Tag. Herr Tomek 1410. So, möchte der eine Zug jetzt hier mal kommen? Das fände ich super. Kovalevo. Moment mal, ich muss mal ganz kurz anschauen, wie Kovalevo ausschaut. Kovalevo. Ach, da ist es ja. Kovalevo. Also Kovalevo sieht jetzt gar nicht mal so doof aus. Das Einzige, was mir jetzt in Kovalevo jetzt schon mal ankotzt, ist, dass wir halt hier zwei Stellwerke haben. Einmal links und einmal rechts. Ich hätte halt gerne ein mechanisches, wo ich halt nur im einen Ding drin bin, aber da links die zwei Anschlüsse, rechts die zwei, so in der Kurve. Wobei, man sieht es ja gerade, wir haben ja
Es sind ja drei zweigleisige. Oh, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Es sind immer zwei Schwelge, aber mechanisch. Nein, stimmt überhaupt nicht. Es gibt auch mechanische, wo ich auch nur eins habe. So. Was ist das weh? Dafür haben wir 6, 1 und 2. We have to wait. Oh, Taco Pizza ist frei. Oh, schnell weg. Taco Pizza BO. Oh, das wird nicht gut enden. Hallo? Da kommt jetzt BO. Alter, komm, geh in deine Lok und fahr. Alter, bitte, fahr jetzt weg. Aber ganz schnell. Hau den Turbogang rein. Ja, Gott sei Dank, er macht's. Turbogang. Minus 19 Minuten. Okay. Mach den Block frei, weil da kommt gleich was. Train Driver 2. Yes. Ist das nochmal, dass der Rauch blau aussieht? Würde man sagen. TD2 Standard. Nee, aber vermutlich nicht. Also, TD2 halt einfach normal, aber. Jetzt bis ist. Also da 444516 müsste der sein, der was jetzt hier kommt. Ich hoffe, ich muss den nicht aufhalten. Oh, jetzt geht er gerade ins Offline. Wer kommt denn da jetzt? Das ist jetzt 2, 3, 4, 6, 4, 6. Eine Güterschleuder. Hä? Konnte man da auflösen? Oder ist der über die SBL gefahren? By the way, liebe Leute, tut's mal gefallen, wenn ihr in Goda oder so seid, wo ihr eine ultra lange SBL habt und ihr schickt einen Zug hin, dann ist es so, dass der Block aufgelöst wird, wenn der Zug durchfährt. 444516?
Ist der von Taco Witze? Sagst einfach den nächsten Stellwerk Bescheid, dass der Zug abgefahren ist. Ja, jetzt habe ich da ein kleines Issue. 44516. Der fährt nach Zermin LK. Oh, André Güterzug, hau ab. Möchte ich loswerden? Oh, was steht denn da hinten? Liebe Leute, sobald ihr die Fahrstraße habt, gehen wir da mal hinter den Bahnübergang und schauen mal, was da hinten steht. Das sah jetzt gerade interessant aus. Aber erstmal kümmern wir uns um den Güterzug, der da von der rechten Seite kommt. Und ich hoffe, der Block wird jetzt gleich frei. Gott sei Dank sind wir in TD2, wo die Blöcke mit irgendwelchen Stationen verbinden werden können. Simrail wird es jetzt wiederum nicht gehen. To wait for a bit. Ist selber schuld. Sorry. Oh, der Musik erinnert mich voll an Cyberpunk. Da kommt er. Er ist weg. Und so wie Boys am Sperren, ist klar. Termin LK, bitte lass mich sperren. Yes. Wird das Leben dann auch als Video auf YouTube vorhanden sein? Ja, wird er. Dann sogar in 4K. Falls man das Ganze in 4K überhaupt sehen möchte. Ich bin bald aus dem Staub. Muss morgen um 6 aus der Matte stehen. Ja, ich auch. Also in 10 Minuten wäre für mich eigentlich auch Schluss. Ich mache die letzten Züge noch. Also wenn wir in den Fahrplan reingucken, um 11 Uhr kommt der letzte. Theoretisch. Und dann ist Schluss hier. 4K-Chaos hat schon was. So, sag mal im Exit geben. Weg mit dir. Drei Züge noch. Boah, der Song ist gerade mega geil. Too Quiet von IO. Oh, schade. Aber wisst ihr was? Den will ich nochmal hören. Der klang gerade so geil. War ich hier falsch? So, Sobibor, schauen wir mal. Es ist ziemlich sicher, der 12854 und der will nach Tarkovice. Der hat Verspätung. Na, Mizi? Alles gut. So, jetzt gehen wir mal da hinten.
Okay, ich muss das manuell machen. Ich möchte wissen, was da hinten steht. Das sah nämlich sehr interessant aus. Wow, echt jetzt? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein alter Wagen. Doch, das ist nur so ein Hänger. Mit einem Traktor. Wow. Ich habe mir gerade irgendwie mehr versprochen als im Ganzen. Okay. Schade. Aber das wäre voll schön, wenn irgendwie so abgestellte alte Wagen hier irgendwo wären. Wird ein bisschen zum Flair passen hier. So, stellen wir uns mal so hin. Stellwerk, was sagst du? Nichts Neues momentan. Ja, dann stell welche hin. Das könnte ich ja eigentlich. Aber ich habe gerade das eine Tool nicht parat. Wer will was von mir? Ja, da kommt doch gerade der nächste. Ach, schon wieder ein Elk. Sag mal, echt jetzt? Ist das hier eine Elki-Parade hier? Also nichts gegen Elkis, aber trotzdem. Das ist jetzt gerade irgendwie hart neben Zufall. Oh. So, 12, 8, 5, 4. Was ist das? Da kann mein Gleis, dann habe ich mein Gleisbau fertig auf meiner Station. Also, 12, 8, 5, 4. Das ist der von Sobibor. Der wird nach Tarkovice. Hat aber keinen Halt. Tarkovice NE muss der. Aber das ist gesperrt. Muss ich mal kurz nachfragen. The track clear for the train. Bla. Okay. Der kriegt schon mal die Einfahrt. Tarkovice sagt, es frei. Tarkovice NE war aber nicht frei. Jetzt ist Tarkovice frei. Also, 1, 2, 8, 5, 4. Tarkovice NE. Angenommen. Okay. Exit given for you. Weg mit dir. Gib Gas. Mach's gut. Oh, und ein Express. 7725.
7725 möchte nach Taco Bizikabi. Taco Bizikabi ist frei. Gute Nacht, Speedway-Fan. Schlaf gut und eventuell bis morgen. Mach's gut. Fühl dich lieb gedrückt. Der hat 15 Minuten PT. Was? Moment. Der 7725. Da hast du recht. Habe ich gerade gekonnt übersehen. Ah. Den schickt man durch. Express. Ja, aber nee. Also, eigentlich müsste ich jetzt fragen, ob das okay ist. Ich hoffe, Taco Bizze verzeiht mir das. Was ist jetzt Taco Bizze? Level 14 da. Alter, Hubkonzert. Was ist denn hier los? So, einmal abstempeln. Gut, beide weg. Dann fehlt eigentlich nur noch ein Zug und der ist offline. Zumindest laut Plan. Das ist der 234646, ebenfalls Tarkovice. Ich frage mal ganz kurz, ob der überhaupt angekommen ist. Ja, aber ich glaube, der eine, der wird nicht mehr auftauchen, also der Güterzug, der 234er. Das werden jetzt hier die beiden letzten gewesen sein. Und genau on time auf 11 Uhr, auf das, was ich eingestellt habe. Wenn ich mal schaue, 2, 3, 4 hier in der Zugliste. Der ist auch da nicht mehr da. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Na gut, liebe Leute, das war mal ein etwas kürzerer Stream. Und mal schauen, ob ich morgen Abend wieder streame. Ich verspreche es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich machen werde. Wird ziemlich spontan sein. Aber ich werde sicherlich irgendwas um die 8. starten. Also irgendwas zwischen 8 und 9. Da einfach auf Twitch und YouTube beobachten. Am besten Twitch. Und dann mal schauen, was ich da machen werde. Wenn überhaupt. Also wie gesagt, das ist kein Versprecher. Aber ich denke, ich werde schon machen. Ich habe schon irgendwie Bock drauf. Also, bis denn dann und macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.